Jetzt bringen wir erstmal wieder in die Schule. Nein, Mila, du musst zum Sport gehen. Oh nein. Da? Das ist nur Wasser, oder? Das ist kein Was wolltest du jetzt hier spielen? Ja. Juhu! Tanja, ich muss gucken, wie das spielen. Wie das geht. Ich auch. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es wieder einen Vlog. Und ja, ihr habt schon unseren Morgen gesehen. Der ist nicht immer so entspannt, also es lief heute echt ganz gut. Aber so im Groben und Ganzen läuft es immer so, wenn ich alleine morgens bin. Und zwar, Louis weckt mich meistens und wenn nicht, dann klingelt mein Wecker. Da bleibe ich immer noch ein paar Minütchen liegen. Manchmal weckt auch Anouk mich. Es ist immer irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Mit so einem Baby ändert sich eine Routine sowieso irgendwie gefühlt täglich, wöchentlich. Aber ja, so im Groben und Ganzen läuft es immer so. Und genau, Anouk schläft dann im besten Fall noch ein bisschen. Ich fange an, ja, Louis meistens die Sachen rauszusuchen. Dann ziehe ich ihn an. Dann wecke ich langsam Mila. Und dann, ja, ihr habt es ja im Groben und Ganzen auch gesehen, versuche irgendwie Frühstück vorzubereiten für den Kindergarten. Auch, dass sie hier nochmal ein bisschen was Kleines essen. Ja, und dann muss ich meistens nochmal zu Mila rein, weil sie echt schwer im Moment aus dem Bett kommt. Aber, ja, wem geht es nicht so bei diesem düsteren Wetter? Ja, und ich mache mich eigentlich gar nicht so groß fertig. Das mache ich, wie gesagt, dann. Und Anouk habe ich tatsächlich heute einfach dann im Maxi-Cosi, das mache ich öfter. Dann habe ich Mila zur Schule gefahren, konnte sie in der Zeit schon mal einschlafen. Dann habe ich Louis in den Kindergarten gefahren. Also wir sitzen dann immer noch ein paar Minütchen hier zu Hause, weil wir immer noch ein bisschen Zeit haben. Und Anouk schläft dann so langsam ganz friedlich ein. Und dann lasse ich auch einfach in diesem Maxi-Cosi drin, weil es für mich am entspanntesten ist. Und sie hat dann tatsächlich auch noch weiter geschlafen. Sie schläft immer noch. Deswegen, die Vormittage sind eigentlich relativ entspannt so. Und dann konnte ich jetzt duschen. Und jetzt bin ich so halb geschminkt, oder ich bin geschminkt. Meine Haut übrigens, ich mag mich eigentlich gar nicht zeigen, aber ich kriege sie gerade nicht so richtig in den Griff. Aber es kommt auch, weil ich meine Pflege so ein bisschen vernachlässige. Ich mache ja nicht viel, aber ich habe jetzt wieder mit meiner Ölreinigung angefangen und das hilft auf jeden Fall viel, viel besser und da bleibe ich jetzt auch wieder dran. Aber es ging zeitlich mit Anouk halt nicht so am Anfang. Da habe ich einfach nur mein Gesicht schnell abgewaschen und fertig war es. Und jetzt seht ihr, vielleicht habe ich ein bisschen die Augen hier oben schwarz gemalt. Das soll natürlich nicht so bleiben. Ich schaffe es im Moment, kein Mascara zu benutzen und jetzt habe ich ein Produkt, was ich schon so ewig ausprobieren wollte und jetzt tue ich das. Und eigentlich wollte ich es auch schon vorher ausprobiert haben und euch dann zeigen, aber ich dachte, wir machen es jetzt einfach zusammen und ich hoffe, dass mir das den Alltag vielleicht ein bisschen erleichtert, um trotzdem ein bisschen
mehr Ausdruck und nicht so müde auszusehen. Was könnte wohl hier drin sein? Wake up. Make-up. Genau, also es ist auf jeden Fall cool verpackt. Und ich packe das jetzt mal ganz schnell aus. Übrigens diese Schriftart hier, kann mir jemand sagen, wie man die nennt? Ich finde die so schön. Also, es ist eine Pinzette hier drin, aber keine gewöhnliche Pinzette, sondern eher eine Zange, würde ich sagen. Magnetische Wimpern. Weißt ihr, wie lange ich das ausprobieren wollte? Und zwar sind das aber welche, die noch gestückelt sind für den unteren Bereich. Und das soll wohl einfacher gehen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Also normalerweise soll man Eyeliner benutzen. Ich habe jetzt aber einfach nur Kajal gemacht, weil mit Eyeliner komme ich überhaupt nicht klar. Genau, ich versuche jetzt mal, das einfach mal auf meine Wimpern zu klatschen. Ich hoffe, es geht so schnell, wie ich mir das denke. Ich habe hier einen Spiegel. Okay, wir versuchen es einfach mal. Muss man das so packen hier wahrscheinlich? So. Dann nehme ich mir das linke Stück. Muss ich einmal kurz gucken. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Okay, das war ein bisschen weit vorne, glaube ich. Jo. Also man kann es auf jeden Fall einfach abziehen, das tut auch nicht weh. Dann machen wir das nochmal, ne? Ich glaube, das braucht einfach ein bisschen Übung. So Leute, also es ist auf jeden Fall noch nicht perfekt geworden. Ja, ich werde jetzt die andere Seite versuchen, irgendwie vielleicht besser hinzukriegen. Und dann zeige ich es euch gleich nochmal. So, ihr Lieben, irgendwie ist das sehr ungewohnt. Also es fühlt sich gar nicht mal so schlecht an. Man merkt es zwar ein bisschen, aber ich glaube, im Laufe des Tages könnte das verschwinden. Ich werde versuchen, hier die Ecke gleich nochmal ein bisschen schöner zu machen. Das ist auf jeden Fall Übungssache und ich glaube, mit Eyeliner sieht es doch besser aus. Ich werde das mal üben. Aber es ist ein gutes Gefühl. Also es ist, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, es wäre schwer auf den Wimpern, denn geklebte Wimpern kann ich überhaupt nicht ab. Aber die sind auch sehr dezent. Ich wollte nicht so welche kaboom, aber so für den Alltag einfach. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal übt, dann geht das echt ratzfatz. Ja, guckt mal in die Infobox, da gibt es einen Rabattcode für euch, wenn ihr möchtet. Und den Link dazu. Ich zeige es euch nochmal vom Dichten. Nicht auf meine beschissene Haut achten. So, ich werde mir jetzt die Haare föhnen. Ich habe die gerade gekämmt. Und Leute, Haarausfall lässt grüßen, ne? Habe ich irgendwie immer, also ich glaube, es hat jede Frau nach der Schwangerschaft, Hormone und so. Und ich glaube, es hat auch mit dem Stillen zu tun, aber sicher bin ich mir da gerade nicht. Ja, das tut man nicht alles, ne? Aber zum Glück habe ich viele Haare. Ich weiß, da sind einige Frauen leider ein bisschen mehr gestraft. Ja, deswegen ist das nicht so dramatisch und meine wachsen auch immer wieder nach. Also ich habe dann immer, irgendwie nach einem halben Jahr, merkt man immer hier so an den Seiten, dass da so voll die vielen Haare wieder nachwachsen. Sehe ich immer aus wie ein kleines Äffchen. Ja, und ich föhne die mir jetzt. Und mein Papa ist übrigens da, das habe ich noch gar nicht gesagt. Der macht schon wieder mein Auto, denn mein Fenster. Das hatten wir irgendwie letztes Mal, glaube ich, schon. Und die Kleine meldet sich gerade. Yay, also doch nicht Haare föhnen. Aber sie war so lieb. Sie darf ruhig wach werden. Die kleine Maus liegt jetzt hier. Komm mal her. Bitte den Schnulli. Du bist nämlich nicht so zufrieden gerade. Aber Mami will einmal Haare föhnen und das Föhngeräusch beruhigt sie. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier. Das Föhngeräusch beruhigt sie, deswegen mache ich das jetzt hier. Und sie kann dann da liegen. Sie ist nämlich nicht so der Typ fürs Ablegen. Also wenn sie schläft, ist alles gut. Aber sich so mal ein paar Minütchen beschäftigen, ist eher schwierig. Das ging bei Mila schon nicht. Und, aber bei Louis ging das total gut. Ja, deswegen machen wir uns jetzt mal den Föhn an. Und dann klappt das schon. So, Haare geföhnt, aber erstmal einfach nur ein Dutt getüdelt. Alle sagen immer, wenn man kurze Haare hat, ist es alles viel einfacher und geht viel schneller. Ich finde das gar nicht so. Also die Haare sind zwar schneller gewaschen und auch viel, viel schneller gekämmt, das stimmt. Aber irgendwie, bis man da eine Frisur hat, also das ist jetzt keine Frisur, ne? Das ist mein Mutti-Dutt. Bis man da eine Frisur hat, das dauert irgendwie schon, finde ich, länger. Und ja, Mausi, möchte ich dir etwas erzählen? Erzähl uns mal was Schönes, mein Schatzi. Du fängst nämlich jetzt immer mehr an zu brabbeln und wir müssen dich eincremen. Du hast ganz trockene Haut im Gesicht. Bist
denn da passiert? Was ist denn da passiert? Meine Süße. Hallo, mein Schatz. Wir beide unterhalten uns jetzt ein bisschen und kuscheln noch ein bisschen. Und jetzt kommt Opa. Hier kommt Opa, ne? Und ja, ich esse jetzt ein Brötchen und trinke einen Kaffee mit meinem Papa und dann muss ich schon die Kinder abholen. Oh, oh, alles, ja, mach mal sauber. Die wilden Spucken, ne? Ja, der Ui, weil du gepuppt hast ein bisschen. Du musst ja nicht wieder runterschlucken. Schmeckt doch gar nicht, ne? Schmeckt doch gar nicht. Oh, 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 oh. So, ich gehe jetzt schnell Mila abholen. Die Schule ist zum Glück nur ein paar Meter. Das ist immer sehr gut. Theoretisch könnte sie auch alleine gehen, aber das traue ich mich nicht. Ja, nee. Aber Opa ist da. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wie war Schule? Passt Opa auf Baby auf? Ja, Baby schläft und Baby hat auch einen Namen. Aber ich sag auch immer Baby. Anouk. Immer so komisch, irgendwie am Anfang benutzt Anouk, man... Anouk heißt sie. Am Anfang benutzt man den Namen irgendwie immer so selten, finde ich. Guck mal, das habe ich neu von den Duft. Das kann nämlich so springen. Guck mal. Ja, genau. Die waren gestern mit ihrem Papa auf dem Dom und haben da so ein bisschen Schnickschnack mitgenommen. Ich dachte auch so, ach Mensch, ein bisschen viel, ne? Bei den Weihnachten und naja. Wir sind Ohrheimelsrede. Oh. Hallo? Damit haben wir schon als Kinder gespielt. So, halt mal fest bitte. Wie war denn Schule heute? Nicht schön. Ach Quatsch, warum? Ne. Meine Partner, ne? Die reden nur jeden Tag mit mir. Meine Partner reden nur mit mir. Ist doch schön. Nee. Warum? Weil, Geh weiter. Weil, dann ist gleich schon Klingel und ich kann nie spielen, weil die immer nur mit mir reden. Ja, dann musst du sagen, ich gehe jetzt rein. Dann gehst du auch rein. Ja, ich will aber, guck mal. Ich glaube, Mila ist so eine kleine Tüdelmaus geworden, ne? Mama. Das Wetter ist heute richtig schön. Die Sonne scheint, aber es ist mega kalt. Also, ich friere so dermaßen und freue mich gleich auf die Wohnung, auf die warme Wohnung. Ja, aber irgendwie müssten wir vielleicht heute mal auf den Spielplatz oder ein bisschen spazieren. Ja, mal gucken. So kleines Einhorn. Die Jacke hat sie sich selber ausgesucht. Sehr schick, oder? Und drücken musst du. Das war schon richtig. Nur, nee, du musst drehen und drücken. Super, genau. Schneidet mein Papa jetzt noch schnell die Haare. Aber ich muss aufpassen, dass Mila hier nicht reinkommt, weil hier die Weihnachtsgeschenke sind. Und die stehen da hinten in der Tüte. Und ich wollte euch eigentlich letztes Mal schon zeigen, was drin ist. Wo sind denn jetzt die Sachen? Aber irgendwie habe ich es vergessen. Auf jeden Fall, ich zeige es euch mal schnell. Eine Toni-Box. Lego, Lego und Lego. Lego. Sehr viel Lego. Und ja, wir schauen mal, was Mila noch bekommt. Da, Louis ist auch abgeholt. Louis, wo bist du denn? Was hast du dabei? Dein Bagger? Ja. Wollen wir auf Spili? Spili? Oh, wollen wir hier, guck mal, hier sind so viele schöne Herbstblätter. Hier können wir eigentlich mal ein paar schöne Fotos machen. Wollen wir das mal machen? Ja. So, wir sind jetzt noch am Spielplatz gegangen. Und Mausi war ein bisschen meckerig. Aber die beiden spielen jetzt hier ein bisschen. Das Wetter ist echt schön. Mir ist auch mittlerweile warm geworden. Ganz gut. Ja, und wir beide hüpfen ein bisschen. Vielleicht schläfst du noch ein bisschen, aber zu lange bleiben wir auch nicht. Weil ich unbedingt Essen noch kochen wollte. Mausi. Wir waren tatsächlich noch gar nicht so oft draußen. Also natürlich jeden Tag. Fast, wenn ich sie zur Schule und so bringe. Aber nie so, dass sie das mal richtig mitgekriegt hat. Meistens hat sie immer die ganze Fahrt verpennt. Und jetzt bist du mal ein bisschen schön in der Luft, ne? Auf dem Spielplatz. Ist das schön? Hallo, Mausi.
draußen macht am meisten Spaß, ne? Ich habe die kleine Maus gerade gestillt und natürlich hat sie wieder gespuckt. Und ja, aber ich muss sagen, beim zweiten Kind ist man ja schon entspannter in vielem, aber beim dritten ist man einfach komplett abgehärtet bei allem. Ich merke auch das Stillen und so, das ist einfach, gehört einfach für mich zur Routine. Macht mir überhaupt nichts aus. Da habe ich bei Mila deutlich mehr Stress gemacht und habe es dann auch an ihr gemerkt, dass sie es gemerkt hat, dass ich mich gestresst gefühlt habe. Also Leute, immer entspannt bleiben. Ich kann euch echt nur so einen Teil hier für Maxi Cosi empfehlen. Das ist so kuschelig und ist richtig schön dick. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke das ist, aber es wird es überall geben. Richtig, richtig Empfehlung von mir. Was machen wir jetzt? Wir räumen jetzt auf, weil hier ist ein bisschen viel Schickimicki in Milas Zimmer. Die wollen sich nämlich eine Höhle bauen und dafür brauchen wir Platz, ne? Und dafür haben wir auch dieses tolle Teil. Da wollen wir gleich eine Höhle draus bauen. Also los geht's! Mila wollte aber einmal klettern. Was? Toll! Was habt ihr letztes Mal damit gespielt? Feuerwehr, ne? Alarm, Alarm! Nee, damit haben wir nicht. Ach, das stimmt! Wir haben Feuerwehr gespielt. Das wird hier sehr vielseitig eingesetzt. Mal spielen sie Feuerwehr. Das kann wieder gespielt. Es wird auch gerne dann oben aufs Bett geklettert. Ne? Wolltet ihr jetzt eine Höhle bauen? Ja. Okay. Soll ich helfen? Jetzt macht sich noch gemütlich. Ja, zu viele nicht. Ihr müsst da ja auch noch reinpassen, ne? Wenig ist... Das ist ja gemütlich hier bei euch. Drei Tage hat es geschneit. Alle wollen da raus in den Schnee. Weil er. Guck mal, wie ein schöner Vogel da fliegt, sagte Julia. Und staunte darauf. So, ich wollte jetzt schnell was zu essen kochen aus diesen Zutaten. Denn ich habe auf jeden Fall extrem Eisenmangel und wollte ein bisschen grünes Gemüse essen. Allgemein muss ich ein bisschen mehr Gemüse essen. Im Moment geht es alles ein bisschen schnell mit dem Essen und da vergesse ich manchmal ein bisschen Gemüse zu essen. Also bei den Kindern achte ich schon drauf, die essen sehr viel Rohkost.
aber bei mir. Und ich stille ja und deswegen sollte ich da drauf achten. Und am liebsten würde ich da irgendwie so ein Gratin draus machen. Ich weiß nur noch nicht wie. Oder ich mache einfach im Thermomix die Gemüseplatte. Also ich werde jetzt hier erstmal Kartoffeln und Karotten einfach ein bisschen vorgaren. Und dann mache ich nach und nach Paprika, Zucchini und gleich schneide ich noch den Brokkoli. Mache ich dann rein. Ein bisschen in Salzwasser einfach und dann tue ich das, glaube ich, einfach in eine Form. So, die Kartoffeln kochen, das ist auch schon stark, das kommt gleich auch nochmal kurz mit rein. Und hier mache ich jetzt einmal Frischkäse mit ein bisschen Wasser, verdünne ich. Das Kräuterfrischkäse mache ich noch ein bisschen Salz zu und dann kommt das alles hier in die Form. Und dann mache ich einfach noch ein bisschen Käse da drüber. Genau, und ich hoffe, das schmeckt. Den Backofen habe ich auch schon vorgeheizt. Ich probiere gerne einfach auch zwischendurch mal was Neues aus und am liebsten, am allerliebsten koche ich One-Pot-Gerichte, also wo man fast nur einen Topf braucht oder halt eine Auflaufform, weil... Was kaputt oder hier ein Schmetterling drin? Ja, ich komme gleich. Ja, weil das für mich immer am einfachsten ist, für alle zu kochen und weil den meisten schmeckt das eigentlich auch ganz gut. Und Anouk sitzt übrigens immer noch im Maxi-Cosi und du willst jetzt Rollschuhe fahren. Das Schönste am Ofengerichten ist, dass die Küche immer sauber ist und man nur noch essen muss. Also ich kann euch dieses Kletterding echt nur empfehlen. Das ist total gut, mal irgendwas Kreatives für die Kinder zu haben, dass sie sich mal ein bisschen den Kopf anstellen, ein bisschen Fantasie haben. Und es gibt einen Rabattcode, den schreibe ich euch mal in die Infobox, denn ich kann euch das echt als Weihnachtsgeschenk empfehlen. Ich hätte ihnen das auch gern zu Weihnachten gegeben, aber... Ich wollte euch das einmal zeigen und die Kinder haben es natürlich auch gesehen und ja, ich kann das nur empfehlen. Nee, gerade halten und jetzt loslassen. Lass los, lass einfach die Finger auf. Oh, kaputt. Jetzt hängt sie da oben fest. Komm wieder runter. Da komm ich gar nicht dran. Nee, so geht das nicht. Warte, ich hol dich. So, Essen ist fertig. Ich glaube, es schmeckt ganz gut, oder? Wie schmeckt es euch? Gut. Ich habe noch nicht probiert. Ja, dann probier mal. Nur das habe ich gelb. Unsere Tür ist übrigens kaputt, also nicht wundern, warum da ein Karton klebt. Schmeckt es dir, Louis? Du willst nur den Käse, ne? Gemüse wird auch gegessen, ne? Aber eigentlich esst ihr gern Gemüse. Louis scheint zu schmecken, ne? Schmeckt es dir auch? Mama, ja. Ich finde es immer erstaunlich, wie ich am Ende eines Vlogs aussehe und deswegen beende ich jetzt auch den Vlog, denn ich glaube, wir haben sehr viel heute gefilmt und meine Wimpern sind übrigens immer noch drauf und naja, und wir essen jetzt und dann sage ich jetzt auf Wiedersehen, tschüss. Was, du wolltest auch noch tschüss sagen? Ja. Sag tschüss. Tschüss.